Okay, es gibt verschiedene Statistiken hier. Der Untergrund ist wichtig, denn was du isst, ist wichtig. Kann wohl auch alles zerstören, was man hier findet oder sieht. Okay. Das wäre schon mal kein Spiel für meine Frau hier. Wenn was kaputt macht, kommen wieder gleich 1000 Spinnen raus. Oh Mann. Es geht nicht ohne Spinnen. Okay, aber anscheinend braucht man wirklich hier nur Essen, um sich zu heilen und um ein paar Werte zu bekommen. Also es ist wohl hier weniger aus Survival angelehnt. Muss ja auch nicht immer schlecht sein. Wir gucken mal weiter. Oh, was bist du denn für einer? Alter. Dir nicht in Ordnung. Hallo? Der will mich abschießen. Kriege ich deine Waffe oder was? Gib mir deine Waffe. Ne, kriege ich natürlich nicht. Kann ich auch nicht mitnehmen. War ja klar, dass sie verschwindet. Na toll. Okay, die haben also das kaputt gemacht. Aha. Okay. Was seht ihr, das überall Nebel, ne? Ist grauenhaft. Ja, das sind einige, also das ist ein der Details, den ich immer in Spielen ausmache. Blumen, Nebel und dieses Bewegungsverzerrung. Diese Dinger können sie sich sowas von sparen bei mir. Kein Mensch braucht Nebel. Oh Mann, ey. Büsche können dich verbergen. Befindest drücke C, um dich zu ducken und zu verstecken. Benutze sie, um dich an Gegner heranzuschleichen. Okay. Ach, das sind hier Gegner. Ah, okay. Objektiv Hinterhalt, okay. Aber wenn ich die blocke. Wenn ich die blocke, dann betäube ich die so ein bisschen. Okay. Alter. Du mich verarschen. Das ist schon krass. Das erinnert mich irgendwie an Smalllands. Da wirst du auch einfach reingeworfen, geht da und dahin, dann stirbst du erstmal hintereinander 5000 Mal. Und ist alles weg? Scheint so, wa? Als ob ich irgendwelche Sachen verloren hätte. Weiß ich nicht. Scheint so. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist schon krass.
Aber da muss ich doch hin. Das weiß ich nicht. Klar könnte ich mich jetzt auch hier aufbauen und sowas alles, aber ich fände es schon schöner, wenn es eine gewisse Geschichte hat und du nicht einfach reingeworfen wirst und dann sagen wir, hier bau dich jetzt erstmal 3 Stunden lang auf und dann erst gehst du die Mission weitermachen. Also, weiß ich nicht. Dann kann ich auch die Mission gleich weglassen. Schon krass. Die Waffe ist natürlich jetzt kaputt. So. Und wie repariere ich die? Oder kann ich die nicht reparieren? Auch nicht schlecht. Ich will doch bloß darüber gehen. Scheinen wohl irgendwelche Hasen da zu sein. Komische Hasen. Weil hier, man sieht's, wenn ich esse, heile ich mich, okay. Ich nehme natürlich meine ganze Waffe weg. Alles ist futschi. Die Waffe kann ich ja nicht nehmen. Warum auch immer. Das kann ich auch nicht nehmen. Ist ja kein Speer, den man benutzen könnte. Diese Lichteffekte, ey, und dieser Nebel. Also der regt mich jetzt schon auf. Junge. Sowas Unnötiges. Ich meine, ist ja gut, ja, das ist, der Nebel soll gefährlich sein, aber muss man den so ekelhaft darstellen? Weiß ich nicht. Die Gegner jetzt wieder da, oder? Ja, scheint so. Also der eine zumindest. Da ist mein Stein. Was war das? Ja, jau. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt kommen hier auch noch so Killerbienen oder was? Junge, geht's noch? Jo, ey. Das wird echt immer verrückter hier. Hier muss ja irgendwo der Typ sein. Der hier schläft. Eine Truhe, seine Waffe. Oh. Da ist was. Granatsplitter, aha. Nicht effektiv, wow.
Ja, wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, wenn man da so eine Granatwurfbahn hätte, so. Lacker. Lass mich in Ruhe. Der einfach mal abgeht, ey. Warum brennt der eigentlich nicht, wenn ich den mit der Fackel auf ihn draufhau? Ist meine nächste Waffe kaputt. Stirb. So. Und ich krieg den Waffen nicht, ne? Das. Naja. Egal, Ausrüstung reparieren. Ah. Cool. Das ist sogar kostenlos. Na, das ist doch mal was, oder? Jawohl. Super. Dieses Fass ist rot. Ich glaube, wenn ich da drauf haue, explodiert es. Ich glaube, ich lasse es lieber sein. Gut, er soll jetzt irgendwo sein, der Typ. Mal gucken. Ist der hier drinne? Scheint so, als ob der da drin ist. Was ist eigentlich das für ein Brückenbaubericht? Was ist das? Okay. Gehen wir danach hin. Krypta der Erbauer, okay. Hier sind auch wieder so scheiß Gegner drinne. Oh, ist das euer Ernst oder was? War meine Waffe jetzt schon kaputt? Was ist hier los? Ach so, nee, ich habe Alt gedrückt, lol. Also viel mit Ausweichen und so. Okay. Ach, da ist er drin. Hier. Leben aufwecken. Oswald Anders, der Schmied. Komm mal raus hier, Oswald. Kommt er nicht raus? Hallo? Okay, er kommt nicht raus. Na dann nicht. Überlebenden, Oswald, Beschwörungsgegenstand. Beschwörungsstab. Okay, was muss ich machen? Tagebuch. Quest. Du hast eine Überlegung gefunden. Bring ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Okay, Handwerk, Beschwörungsstab herstellen. Okay, und jetzt? Baugebiet benötigt. Ah, jetzt muss ich wieder zurück. Außerdem musst, kannst du schnell zu deinem Haus zurückreisen, indem du deine Karte öffnest. Navigiere mit I zur Karte und wähle das Haus aus. Oh, ich kann schnell porten. Das ist doch mal wenigstens eine gute Sache. Schön.
Gut, dann schauen wir mal. Beschwörungsstab bereit machen. Okay. Jetzt kriege ich anscheinend Quests. Okay. Ich bin endlich wieder da. Der bescheidene Schmied zu deinen Diensten. Da wollen wir dich mal ordentlich ausstatten. Ja, hätte ich mal ein bisschen früher gebraucht, wa? Ja, schon der ersten Ausrüstung. Ist lang genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach und mickrig. Und man nennt dich Flammenblut. Du brauchst ordentliche Ausrüstung. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert, eine starke Rüstung herzustellen, wäre ein guter Anfang. Okay. Na dann. Alles klar. Ich muss erstmal einiges herstellen hier. Geschirr, okay. Was? Schmied, Ausrüstung verbessern. Ah, okay. Okay, da kann also meine Ausrüstung noch verbessern. Manuelles Handwerk. Rucksack, okay. Schmiede Waffen oder Rüstung. Schön, der Waffen erfordert Metallschrott, der in der Welt zu finden ist oder von Blinden zurückgelassen wird. Der Grad ist ein Ort zum Sammeln von Metallschrott markiert. Diese Quest wird auch beendet, wenn du den Elixierbrunnen besiegst. Okay. Da muss ich hin. Kleine Feuersteinmine. Geschichten. Aha. Okay. Ich glaube, ich muss, sollte doch erstmal hier ein bisschen was bauen. Damit ich erstmal anständig hier mich ins Abenteuer stürzen kann. Okay. Warum habe ich jetzt die Geschichten hier davor? Ah. Okay. Werkstatt Schmied. Tagebuch. Okay, also ich habe echt viel jetzt am Anfang hier wieder. Was? Krass. Es steht wohl zur Quest hier, dass ich das bauen muss, oder was? Holzfälle, Axt, okay. Dann bauen wir erstmal einmal. Spitzhacke, ja, fehlt mir Garn. Garn kann ich immer herstellen, gut. Spitzhacke, so. Dietrich öffnet ein Schloss. Fackel habe ich schon. Lagerfeuer machen wir auch mal eins hier. Zauberstab. Ich glaube, wir gehen eher so Bogen.
Das wäre sinnvoller, ja. Rohhammer kann ich auch schon herstellen. Manchmal brauche ich noch Garn. So. Gucken wir mal, wa? Den packe ich erstmal weg. Erstmal Spuren, Runen. Erstmal hier alles ordnen. Ich habe nicht so viel Fackeln hier mit. Eine reicht doch. Okay. Kann ich jetzt erstmal nur bauen oder stellen? Stelle Blöcke an der Werkbank her. Ah, ich muss an der Werkbank Blöcke herstellen. Krass. Oha, aber Form gibt es genug, oder? Alter Schwede. Da kann man ja richtig krasse Sachen bauen hier. Okay, krass. Okay, also das Bauen wieder. Könnte wieder interessant werden. Gut. Wir holen uns aber erstmal hier ein bisschen Holz. Okay. Ein bisschen Stein. Ups. Jetzt habe ich außersehen ein bisschen, kriege ich das wieder hoch. Was sind das für Viecher? Jetzt im Tab-Modus muss ich immer im Angriff gehen, okay. Alles klar. So. Salz, Erde, ah. Ausrüstbar. Okay, und dann kann ich die da reinfüllen, oder was? Nö, kann ich nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Bauwerkzeuge in der Hand. Ausrüstbar Terrarmaterial.
Ausrüsten. Okay. Und jetzt? Brauche ich dafür einen Hammer oder was? Oder was muss ich machen? Ah, jetzt verstehe ich das. Kann ich nicht switchen? Ah, Erde und Dings. Ah, okay. Ich kann es wohl nur mein Gebiet machen. So, wenn ich das mache, der füllt es wieder auf. Ah, cool. Das fetzt ja. Okay. Also ich kann sozusagen höher ein bisschen machen. Ja, also das weiß ich schon. Man kann ja so eigene Terraforming ein bisschen machen. Okay. Cool. Aber ich finde, er verbraucht die Haltbarkeit ganz schön lange, muss ich mal sagen. Kann ich hier irgendwas einstellen an meinen Server? Oder an meinem Spiel? Nee, kann ich nicht. Schade. Er verbraucht echt mega das schnell. Na gut. Okay, so, was können wir jetzt bauen? Also, Lagerfeuer mal kurz hinsetzen hier. Genau, kann ich kochen. Okay, ist leider nichts drin. Kann der Erde kochen? Nee. Kann ich brennen? Ja, okay, ich brenne. Beziehungsweise tut es mir weh, wenn ich da drauf stehe. Okay. Okay, ja, stellen wir einfach jetzt irgendwie her. Herstellen, reparieren. Pflanzenfaser, Dachblock. Ach, 100 Stück. Boah, habe ich schon. Pflanzenfaser, Dachblock. Okay, Hake, Kleiter, Greifhaken. Aus einfachem Material und ein simples Werkzeug, um den Boden für anstehende Bauarbeiten zu planieren. Okay. Habe ich zweimal Garn. Holzblock oder Steinblock? Ich meine, unten machen wir erstmal Stein, würde ich sagen. Da machen wir oben Holz.
Feuersteinblock, grober Steinblock, Holzblock. Baugerüst. Ah, cool. Betten, okay, kann ich auch bauen. Feuerstellen, Lichtquellen. Cool. Alles klar, so.